So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games, heute mit meinem sechsten Battlefield 4 Commentary. Und ja, heute geht's um das Dschungelcamp, das ja momentan auf RTL läuft. Und ja, im Hintergrund seht ihr ein Battlefield 4 Gameplay auf der Xbox One. Vorherrschaft auf Parasol Storm. Ich spiele hier mit der AK-5C, 3,4-fach Scope, Laser, Schalldämpfer und Kurzgriff. Und ja, ihr seht schon, ich muss mich ein bisschen beeilen, deswegen erzähle ich jetzt nicht alle Fakten, weil das Gameplay nicht allzu lang ist. Ich habe jetzt länger nicht mehr Battlefield gespielt, weil ich ein paar andere Spiele Let's Played habe, deswegen kommen da auch demnächst ein paar Let's Plays. Eins ist schon auf dem Kanal, wie das Harry Potter Let's Play. Und ja, ja, hier seht ihr mit den Boosts, da kommt hoffentlich, ich schau mal, wie ich es zeitlich hinkriege, auch noch ein Commentary zu. Und ja, jetzt geht's ums Dschungelcamp. Der Stand ist aktuell der 23.01.2014. Allerdings die Abendshow an dem Tag habe ich noch nicht gesehen. Und ja, natürlich wieder mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwig. Der Daniel Hartwig ist ja der Nachfolger von Dirk Bach, der leider verstorben ist. Und der ist seit der letzten Staffel dabei und ich finde, der macht's gar nicht mal so schlecht, weil ich kenne den vom, ich glaube damals, wie alt war ich da so? 19 aus dem Kika, da hat er so eine Sendung moderiert, so eine, was war das, ich glaube TKKG oder sowas, irgendwie so eine kleine Detektivsendung. Da fand ich den eigentlich schon mal gar nicht so schlecht damals. Und ja, jetzt macht er halt das Dschungelcamp und DSDS und irgendwie alles und ja, ist mittlerweile zu so einer richtigen TV-Hure, ja, würde ich es jetzt mal nennen, geworden. Und ja, diesmal will ich ein bisschen, oder dieses Mal will ich über die Kandidaten sprechen, also aus dem Dschungelcamp, und mir meine Einschätzung zu denen geben. Also, ich habe mir jetzt hier mal die Seite aufgerufen vom Dschungelcamp. Da haben wir als erstes mal Melanie Müller, eine Ex-Bachelor-Kandidatin. Der Bachelor läuft ja jetzt auch wieder auf RTL. Und ja, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Sendung. Also, ich habe mir das, glaube ich, noch nie richtig angeguckt, aber ey, was ich da bis jetzt gesehen habe, das ist ja echt nur, das ist doch nur oberflächliches Zeug, Alter. Aber auf jeden Fall, die war da Kandidatin letztes Jahr, glaube ich, und die hat auch schon zwei Pornos gedreht und ja, aber die wirkt an sich sehr, ja, ja, also, die kommt mit allen relativ gut klar. Manchmal ist sie ein bisschen hart, aber so insgesamt fügt die sich mit den ganzen Leuten da relativ gut ein und die können alle gut zusammen dort auskommen. Ja, dann haben wir Jochen Bendel, einen Radiomoderator, soweit ich weiß. Habe ich bis jetzt noch nicht viel von ihm gehört, aber wie er jetzt so auf mich gewirkt hat, wirkt er sehr, ja, sehr, sehr aufgeschlossen, versucht sich auch für andere einzusetzen, wie zum Beispiel auch die zu Larissa, da komme ich dann aber gleich noch zu. Und ja, ist sehr tolerant insgesamt und ist sozusagen wie letztes Jahr die Olivia Jones, so die Camp-Mutti wirkt der so, weil der einfach sich so um alle kümmert, er kocht auch und ja, er hat sich auch wirklich darauf vorbereitet. Dann Tanja Schumann, die kennt man, glaube ich, aus RTL Samstagnacht oder sowas. Habe ich nie gesehen, ehrlich gesagt. Und ich habe sie auch wirklich noch nie wirklich gesehen. Und die ist sehr zurückhaltend. Man merkt wirklich ganz wenig nur von ihr. Und ja, als wenn sie gar nicht da wäre. Dann Corinna Drews, die Ex-Frau, glaube ich, von Jürgen Drews, die sich ja vor einigen Jahren von ihm getrennt hat. Und ja, von der hört man sehr wenig, sieht man sehr wenig, weil sie unauffällig ist. Und ja, insgesamt, nur weil die Ex von irgendeinem ist, muss sie jetzt nicht irgendwie besonders sein. Also ja, dann Mola, wie heißt der, Adebisi? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Der ist ja Ex-Viva-Moderator, ist jetzt irgendwie, den kenne ich nur so von roten Teppichen irgendwie. Sonst kenne ich den gar nicht. Ja, der wirkt an sich sehr tolerant, aber was man so jetzt sich rauskristallisiert hat, der ist sehr verbissen auf sich. Also der sehr, ja, ne, nicht selbstverliebt, sondern eher, der konzentriert sich nur auf sich und denkt nur an sich und nicht so viel an die anderen. Und ja, den kotzt mal schnell auch was an.
Ja, dann haben wir Winfried Glatzeder oder Glatzeneder? Nee, Glatzeder. Glatzeneder ist, glaube ich, nur die Verarsche von denen. Ja, Schauspieler, irgendwie Theaterschauspieler und so. Also, ey, den finde ich mit einer der unsympathischsten. Das ist irgendwie ein alter Sack, der denkt, er wär's. Und ehrlich gesagt, der regt sich über jeden Scheiß auf und dann kommt er mit seinen kriminalistischen Sachen, weil er einen Kriminalist gespielt hat, als wenn er der größte Kriminalist wäre. Alter, ey, bitte. Das ist ein alter Sack, der denkt, der kann sich aufspielen, braucht jetzt Geld und ey, bitte. Ich finde den einen so großen Vollidioten, den gibt's gar nicht, weil der einfach, der denkt, er wäre der größte King und steht über allen drüber. Und ja, nee. Bloß nicht, der Typ ist ein Vollidiot, wie ich finde. Ja, Larissa Marold, kennt man aus Germany's Next Top Model, Gott, keine Ahnung, irgendwie so 2010 rum, 2009 irgendwie, da war die in der Staffel dabei, die hat Austrias Next Top Model gewonnen, kam danach, hat dann so eine Wildcard zusätzlich gewonnen zu Germany's Next Top Model. Und ja, die ist ja so, die wird ja sehr verstärkt gewählt von den einzelnen oder von den Zuschauern. Und ja, also sie ist sozusagen die, oh Gott, wie heißt, ja, sie ist immer die, die immer gewählt wird, wie so auch letztes Jahr Georgina oder wie heißt es dann, Sarah Knappig war, glaube ich, so, also da sind sehr viele, das ist wieder so eine, die viel gewählt wird, weil sie einfach, ja, aber diesmal eine, die macht da die Dschungelprüfungen nicht. Also die anderen, die haben sich da einmal größtmöglich überwunden, weil die versucht haben, das zu machen. Aber sie einfach, nee, ich mach das nicht. Und sie ist echt schon eine richtige Zicke und extrem unsympathisch, wie ich finde. Also sie wirkt komplett unsympathisch, hochnäsig und denkt, sie wär's. Und dann kommt sie mit irgendeinem Scheiß, sie will nach Hollywood. Alter, ey, die ist, wenn die das jetzt alles nur gespielt hat, dann ist sie da. Ja, dann ist sie wirklich, ja, nicht schlecht, aber ey, nie im Leben Hollywood tauglich. Und vor allem, ich glaube, die ist einfach so gestört, ehrlich gesagt. Die war auch bei Germany's Next Topmodel schon so verrückt und ja, also Gott, nee, bloß nicht. Ja, dann haben wir Gabby, wie heißt die, D. Almeidarine? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, alle kennen sie nur unter Gabby, die bei Queensberry war die dabei. Eine der Gründungsmitglieder, da bei Queensberry gab es dann ja noch so einen Austausch mit noch anderen und also da wurde dann eine ausgetauscht. Und ja, die ist so, ja, das Camp-Häschen würde ich sie jetzt mal nennen. Also der Camp-Hase, die setzt sehr auf Sex-Appeal. Natürlich auch Melanie Müller setzt auch sehr viel auf Sex-Appeal, aber sie ist schon sehr, ja, also sie zeigt sich teilweise sehr freizügig, also und auf jeden Fall, sie ist, wie ich finde, sehr sympathisch. Sie wirkt relativ in Ordnung und ist auch nicht irgendwie zu hochnäsig, wie ich finde. Also, sie ist sympathisch, aber Dschungelkönigin, wer weiß. Ja, dann haben wir Marco Angelini, irgend so ein DSDS-Kandidat, auch aus Österreich, wie auch die Larissa. Und ja, von dem hört man auch sehr wenig. Also der wirkt sehr freundlich und cool, aber von dem hört man fast nichts. Und da ist, also irgendwie, ja, man weiß gar nicht, dass er da ist irgendwie. Ja, dann Julian F.M. Stöckel gibt's dann noch. Ja, irgendwie, das ist so ein Typ, ich weiß nicht, den kennt man nur von irgendwie roten Teppiche und insgesamt ist der nicht wirklich bekannt. Die nennen ihn auch, Sonja Zietlow und Daniel Hartwig nennen den auch ja den Zuschauerkandidat. Der ist irgendwie bisexuell und ja, also nichts gegen Bisexuelle und insgesamt, aber der kommt ein bisschen komisch rüber. Aber insgesamt wirkt der, glaube ich, auch relativ in Ordnung, so insgesamt. Also der wirkt so als, ja, als. Gegen den hat wirklich niemand was. Er ist halt noch nicht wirklich viel aufgetreten. Jetzt in der letzten Sendung hat er ein bisschen mehr gekriegt. Aber so insgesamt hat man noch nicht so viel von ihm gesehen. Und ja, insgesamt kann man die Leute auch noch nicht gar nicht so richtig einschätzen, weil sie haben alle noch keine Dschungelprüfungen gemacht, bis auf Larissa und Melanie.
Und natürlich, den muss ich jetzt auch noch nennen, den Wendler. Ja, also ein noch selbstverliebteres Ego gibt's nicht. Also, ja, der nach 4 Tagen ist er freiwillig rausgegangen, weil er es nicht geschafft hat. Der Hunger hat ihn zu stark geplagt und ja, also echt Wendler, nee, geht gar nicht. Braucht man nicht viel drüber verlieren und dann will er auch noch wieder rein, ist klar. Also, ja, kann sich verpissen. Ja, auf jeden Fall, um jetzt noch ein bisschen die Kurve zu kriegen zum Seriösen, gehe ich jetzt nochmal auf Dr. Bob ein. Der heißt an sich Bob McCarran, weil viel weiß man über den ja nicht, aber ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über den. Der ist Special Effect Künstler, hat zum Beispiel bei Mad Max 2 die Special Effects gemacht oder auch bei Matrix. Und bei Matrix war er zum Beispiel auch Maskenbildner, da hat er viele Masken auch noch gemacht. Und ja, er ist Paramedic, das ist ein Beruf aus dem Rettungsdienstbereich. Und der war zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Sydney medizinischer Leiter bei den Eröffnungs- und Abspiel ab bei der Eröffnungs- und Abschiedsfeier. Und seit 2002 ist er im Dschungelcamp dabei, sowohl im Ich bin ein Star, holt mich heraus, als auch I'm a Celebrity, get me out of here. Also der englischen UK-Version des Ganzen. Und ja, 2004 hat er dann die Medal of Order of Australia gewonnen. Das ist so eine Auszeichnung, ja, für besondere Dienste halt. Und er hat auch einen Saturn Award bekommen für Matrix zum Beispiel. Und ja, insgesamt will ich jetzt noch allgemein über das Dschungelcamp kurz was sagen, nämlich, ist es ein Fake? An sich nein, aber es ist ein Dschungel unter erleichterten Bedingungen. Also an sich ist es eine Farm. Angrenzend am australischen Dschungel und die wurde halt umgebaut mit riesen Baumhäusern, wo viel Technik drin ist und ja, insgesamt wurde da noch halt ein Camp gebaut mit Wasserloch und alles und wirklich giftige Tiere und so gibt es da nicht, weil das Ganze ist umzäunt und ja, also da ist nicht wirklich viel Gefahr und an sich wohnen die ganzen Leute dort natürlich in dem kleinen Dorf, das da anliegend ist, aber auch in den Containern. Die haben da so ein riesen Containerdorf, wo die da arbeiten können. Und ja, so an sich ist das einfach eine Riesenproduktion und das ist einfach wie so ein riesengroßes Freiluftstudio. Und ja, da gibt es ein Video von Frontal21 auf YouTube. Das schaue ich mal, ob ich das in die Videobeschreibung packe, ob ich es nicht gleich wieder vergessen werde. Aber auf jeden Fall, ich schaue, dass ich es in die Videobeschreibung packe. Ja, das Gameplay ist hier zu Ende. Wir haben gewonnen. Und ja, insgesamt ist das Dschungelcamp so an sich, finde ich das eine echt interessante Produktion. Natürlich ist es viel Trash, aber es ist auch irgendwie lustig und von dem her. Ich schaue es mir schon eigentlich ganz gerne an, weil es ist unterhaltsam und ja, so insgesamt jeder spricht drüber und mittlerweile schauen das auch echt richtig viele Leute und geben das auch zu. Und ja, von dem her, ich hoffe, das Video hat euch gefallen über das Dschungelcamp jetzt erstmal. Mal schauen, ob ich noch eins machen werde. Das Gameplay hier mit 14 zu 10 zu Ende. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt dem Video einen Daumen runter. Schaut auf meinen Kanälen vorbei und ja, wenn ihr was übers Dschungelcamp sagen wollt, euch ja sozusagen eure, ja, lasst euren Gedanken freien Lauf übers Dschungelcamp, schreibt das in die Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal und immer schön weiterzocken. Ciao!